300 Meter Hürden, 8 sind es, also bis zum Ziel. Und wir können hier gleich schon mal loslegen. Nutzt die Bande mit und wir schauen auf die Hürdenüberquerung, wer hier vorne ist. Auf der Bahn, ja, mit der 624. Das ist Leonie Rieck und Caroline Maria Sauer. Die beiden sind vorne. Die jungen Damen, jeweils 5. der deutschen Meisterschaften. Die eine in der U18, die andere in der U20. Also Sauer und Rieck von der LG Staufen vom TSV Gomaringen auf den letzten Metern. Die letzte Hürde wird jetzt entscheiden. Und letzte Hürdenüberquerung. Und dann haben wir Caroline Maria Sauer, die etwas ältere im letzten Jahr der U20 vom TSV Gomaringen.